Hey Freundchen, mach heute nichts falsch. Ich muss heute als Gewinner nach Hause gehen. Du musst sie beeindrucken. Granatenalarm bei Next Please. Heute kämpfen auf der Karibikinsel Curaçao diese drei heißen Singles um das Herz der 19-jährigen Melina aus Niedersachsen. Und die weiß ganz genau, wie man liebeswilligen Männern den Kopf verdreht. Ich bin die Melina, ich bin 19 Jahre alt, ich arbeite in einem Fitnessstudio, ich bin am Wochenende noch Tänzerin in Diskotheken und dort heizt sich dann ordentlich den Jungs ein. Als Tänzerin muss man natürlich auch viel Sport machen, man muss ja gut aussehen in den Diskotheken, man muss den Männern da ja auch gefallen. Powerfrau Melina weiß, was sie will. Ob Kandidat Nummer 1 ihren Vorstellungen entspricht, hier kommt Traumboy Ali. Hallo, ich heiße Ali, bin 20 Jahre alt und komme aus Mönchengladbach. Ich habe jetzt mein Abi fertig und ja, wollte jetzt studieren gehen. Also ich besitze die Kunst, mehrere Frauen gleichzeitig zu haben, ohne dass sie voneinander wissen. Mr. Bizeps hält sich also für unbesiegbar. Doch seine Gegner sind dicke Kumpels und wollen ihn zu zweit in die Mangel nehmen. Ich bin der Esan, bin 19 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Werde jetzt wahrscheinlich studieren, Wirtschaftsingenieurwesen. Und Kumpel Gabriel? Ich bin der Gabriel, bin 20 Jahre alt, habe ebenfalls letztes Jahr mein Abitur gemacht. Wir haben es zusammen gemacht, wir haben es auch zusammen bestanden und ich will Sport studieren. Wir kennen uns seit 10 Jahren, gingen auf die gleiche Schule. Yeah. Er hatte schon viele hübsche Frauen, aber ich denke, meine waren viel besser. Da kann er nicht mithalten und meine hatten auch mehr Niveau als seine. Das sehe ich anders. Meine Frauen haben alle ein hohes Niveau gehabt, im Gegensatz zu Esan seine Frauen. Und es tut mir auch leid für ihn. The Body and the Brain. Können die Jungs von der Schulbank Konkurrent Ali ausstechen? Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall das gleiche Beuteschema. Ich denke schon. Sportlich, intelligent und gut aussehen. Genau. Perfekt. Boah, Esan, ey. Hallo? Ja. Du bist der Herausforderer. Der Nummer. Ehrlich? Also als erstes dachte ich mir, körperlich ist er schon okay, aber gegen Gabriel kann er nicht mithalten. Ist das deiner? Wir sind in der Karibik, ne? Warum hast du ein T-Shirt da? Der kommt hier mit T-Shirt. Ich meine, wir sind in Curaçao, Karibik. Da kommen wir doch nicht mit T-Shirt hin. Also, lass dir mal ein Bart wachsen. Ja, natürlich. Sogar der ist männlich als du, Mann. Was ist da los? Alter. Ey, wo hast du eigentlich deine Hose her? Aus dem Bazar oder ja, was? Ja, ja. Hab ich bei dir gekauft. Ja, ja. Aber der hatte noch nicht mal einen Bart. Also männlich sah der ganz ehrlich nicht aus. Ja, Jungs, egal, ich wollte euch schon mal sagen, also, ihr könnt schon mal einpacken. Ne? Also, ehrlich? Also, so eine Buddy, weiß ich meine. Der kommt ein bisschen so machohaft rüber. Der kommt und macht sich direkt, stellt sich direkt bereit vor mir. Aber ich meine, ich kann da auch ganz gut mithalten. Hier, guck dir den mal weh, war die an. Ein bisschen mehr an deinem Bauch trainieren. Harte Arbeit, 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, ja. Im Gegensatz zu dir. Ich hab 2 Jahre geboren. Du hast doch schon 2 Jahre, Bruder. Ihr habt Körper, ich hab Charakter. Ich werde die Frau bekommen. Wartet ab. Du? Okay, du hast zwar gut aussehen, Bart, aber. Ich sehe auch Bart raus. Bringt nicht immer alles. Charakter bringt viel. Ist die? Ich glaube, es ist. Hey, sexy lady. Nein. Hallo. Alles gut bei dir? Ja. Hi, Ali. Melina, hi. Hi. Esan. Hi. Hi, Gabriel. Hi. Ich mach's mal wie ein Mann. Der Gabriel, der hat mich natürlich sehr nett begrüßt. Der kam direkt mit einem Küsschen an. Das war auch sehr sympathisch. Also, das ist mir schon direkt aufgefallen. Der erste Eindruck zählt natürlich und ich finde sie sehr attraktiv. Sie hat eine sehr gute Figur. Das ist eigentlich so mein Geschmack. Ja, wunderbar. Ja, von dem Esan habe ich ja noch nicht ganz so viel gesehen. Er hat ja noch sein Shirt an. Mal gucken, vielleicht versteckt sich da ja noch was. So, Jungs, ich habe für euch hier einen kleinen Fitnessparcours vorbereitet, damit ich mal eure Fitness hier ein bisschen testen kann, weil mir das ja schon recht wichtig ist. Und dann werden wir mal sehen, was ihr so drauf habt. Das Motto des Vierer-Dates: Pumpen für die Liebe. So, Jungs, dann haut mal rein. Ja, doch, bei dir ist auch schon ganz gut. Du kannst doch meine Brust anfassen, gell? Mhm. Ist doch keine Brust, kannst du auch nicht Brust nennen. Doch, das ist schon ganz gut. Ja, siehst du, hast wieder gehört, ne? Ja, bei dir ist auch ganz so gut. Ich hoffe, ich darf dich später auch genauso anfassen. Das sehen wir dann. So, Ali, wenn du meinst, du kannst das schon so gut, dann kannst du jetzt auch mal mich hochheben. Mich hochheben? Ja. Ist doch gar kein Problem. Mach's doch gerne. Ich schaff da niemals. Jungs, jetzt könnt ihr was lernen. Zeig mal, dann geht's nicht so gut. Das ist ein Gentleman. Du bist hochgehoben, habt ein bisschen angefasst. Ein bisschen Körperkontakt, schadet ja auch nicht. Und war cool auf jeden Fall. Guck mal, wie die neidisch die schon gucken. Nina wollte, dass ich die hochhebe, weil die nur mir das zugetraut hat. Weil die anderen zwei, ja, ich glaube nicht, dass sie das geschafft hätten. Der das jetzt am besten macht von euch, der bekommt gleich einen Kuss von mir. Also legt mal los. Okay.
Wenn das mal kein Ansporn ist. Ohne Pause. Okay, ich glaube, das ist schon recht eindeutig. Du hast es wohl, glaube ich, von allen mit am besten gemacht. Ich bekomme einen Kuss von mir. Ja. Ja, der Kuss war gut. War sogar ein Zungenkuss. Doch bei der bevorstehenden Secret-Verkündung nützen auch die dicksten Muckis nichts. Die Regeln bei Next Please sind klar. Der Single mit dem schlimmsten Beziehungskiller fliegt. So Jungs, jetzt bin ich echt mal gespannt, was da auf mich zukommt mit euren Secrets. Dann fangen wir mal an. Bisher konnten sich die Jungs von ihrer Schokoladenseite präsentieren. Jetzt fallen die Masken. So, dann fangen wir mal an mit Secret 1. Ich war in all meinen Beziehungen untreu. Dann machen wir mal weiter mit Secret 2. Ich habe meine Ex mit ihrer besten Freundin betrogen. Das kann nur der sein, Mann. Der sieht so aus, als ob der die beste Freundin fickt. Ohne niemals. Kannst du was machen? Das ist auch nicht viel besser als das erste. Also, machen wir mal weiter. Ich hatte an einem Tag Sex mit 3 verschiedenen Frauen. Das ist auch schon echt heftig. Also sie hauen mich alle nicht wirklich um. Sie sind alle nicht schön. Jetzt muss ich mich auch so langsam entscheiden. Mit welchem Secret kann Melina ganz und gar nicht leben? Also schön finde ich alle nicht, aber eins finde ich besonders schlimm. Und das ist Secret 1. Ich war in all meinen Beziehungen untreu. Das geht für mich leider gar nicht. Weil ich halt schon eine Beziehung suche, was Festes und nicht jemand, der immer untreu ist. Kommt schon, Jungs. Wer ist die untreue Seele? Das wäre wohl ich. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das Alis Secret ist, dass er in jeder Beziehung untreu war. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Also, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, habe ich da nicht mit gerechnet. Für so viele Seitensprünge gibt's von Melina den Abflug gratis. Du auf jeden Fall hast dein Eigentor geschossen, aber ich bin ja noch eine Nacht in Curaçao. Vielleicht überlegst du es dir anders. Ciao. Wir singen Abschiedskuss, Abschiedskuss, Abschiedskuss. So, da kommen wir zum Date. Ich bin der Erste. Ich werde jetzt was Schönes vorbereiten. Ich gehe schon mal dahin. Ich werde dir nicht sagen, was es ist, aber du wirst dich auf jeden Fall freuen. Da bin ich ja mal gespannt. Bis dann, ne? Es wird doch eh eine Katastrophe. Reine Katastrophe wird es. Esan hat sich auf die Fahne geschrieben, eher mit seinem Herz, statt mit seinem Körper zu punkten. Beim gemeinsamen Delfinschwimmen möchte unser angehender Student Fitnessfreak Melina von seiner romantischen Seite überzeugen. Wenn er dabei mal nicht baden geht. Also sie wird gleich kommen, dann wird ein Delfin hochspringen hier. Sie wird bestimmt beeindruckt sein. Dann gehen wir noch mit dem Delfin schwimmen. Sie kriegt einen Kuss vom Delfin. Ja, ich hoffe, sie ist beeindruckt. Hey Freundchen, mach heute nichts falsch. Ich muss heute als Gewinner nach Hause gehen, du musst sie beeindrucken. Und da kommt sie endlich, Esans Traumfrau. Wie kommt die Show des selbsternannten Delfinflüsterers an? Wow, der Wahnsinn, ehrlich. Also ich habe sie motiviert, aufgemuntert und gesagt, dass ich bei ihr bin. Ich habe ihr die Angst genommen. Hab gesagt, ihr kann nichts passieren, wenn ich dabei bin. Und hab ihr Händchen gehalten. Und das war schön. Ich fand das super, dass sich der Esa da so reingehängt hat in die ganze Sache. Dass er meine Hand gehalten hat, dass er sehr hilfsbereit mir gegenüber war. Das war schon richtig gut. Esan setzt auf tierischen Beistand, um Melinas Herz zu erobern. Und wie könnte das besser gelingen als mit einem nassen Delfinschmatzer? Doch Melinas traumatisches Kindheitserlebnis vermasselt Esan etwas die Tour. Die 19-Jährige fühlt sich trotz der quirligen Meeressäuger nicht so wohl im Wasser, wie Esan das gerne gehabt hätte. Seinen Einsatz belohnt sie dennoch mit einem leidenschaftlichen Kuss. Der Kuss war recht schön, auch vor allen Dingen mit den Delfinen, das war sehr schön gemacht, das hat mich sehr gefreut. Esan hat als sensibler Beschützer überzeugt. Doch Gabriel verfolgt ebenso eine klare Strategie. Er hat sie an einen besonders schönen Fleck der Insel bestellt. Ich habe hier ein romantisches Essen vorbereitet für die Milena.
Ich hoffe, es gefällt dir sehr. Ich habe allerdings nur meine eine Seite vorbereitet. Das ist ja die Macho-Seite, glaube ich, gewesen. Und hier möchte ich jetzt mit zeigen, dass ich auch anders kann und meine andere Seite sozusagen zeigen möchte. Gabriel hat große Anlaufschwierigkeiten, lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich für Gentlemen sollte sowas eigentlich nicht passieren, aber es war jetzt kein Drama, dass es nicht geklappt hat. Es war ganz lustig. Ich krieg das nicht raus. Wir haben hier einen anderen schönen Wein. Möchtest du den probieren? Wenn du den aufbekommst, ja. Uns den gerne. Da ich auf meine Figur achte und Sportler bin und eigentlich so gut wie nie Alkohol trinke, dadurch habe ich die Flasche gleich aufbekommen. Gute Ausrede und mit Schraubverschluss zum Erfolg. Ja, dazu könnten wir schon mal direkt zu den Secrets kommen, weil ich weiß ja gar nicht, was überhaupt dein Secret ist, bevor du mir jetzt hier was von Frauen hintergehen erzählst. Also mein Secret war, dass ich mit 3 Frauen an einem Tag geschlafen habe, aber da war ich noch Single, also ich bin in einer Beziehung bin ich sehr treu. Ich denke, ich habe mit meinem Secret gegenüber dem Esan einen klaren Vorteil, weil ich im Gegensatz zum Esan nicht fremdgegangen bin in einer Beziehung. Wenn man eine Frau betrügt, das geht gar nicht in einer Beziehung vor allem. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, deine Sichtweise ist da auch die gleiche, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen fand ich die beiden anderen Secrets ja auch nicht so berauschend. Ich meine, deins ist auch nicht so der Wahnsinn. Das macht man eigentlich auch nicht. Aber okay, ich meine, wenn man Single ist, ist das noch was anderes, als wenn man irgendwelche Frauen hintergeht, mit denen man in einer Beziehung ist. Melina wittert weibliche Konkurrenz. Ein heikles Thema. Zu Gabriels Glück kommt jetzt die Rettung. Das ist das Essen, was ich für uns bestellt habe. Die perfekte Location und ein Sonnenuntergang zum Niederknien. Da müsste es eigentlich endlich rundlaufen für Gabriel. Thank you very much. Du, sag mal, was ist das hier eigentlich? Was denn? Hier, das Essen. Ist da Fisch dran? Ja, das ist Fisch. Du, ich esse noch eigentlich gar keinen Fisch. Okay. Ich finde, er hätte schon vorher einmal nachfragen sollen, ob ich Vegetarierin bin. Willst du mal von der Kartoffel probieren? Ja, gerne. Dass ich zwar in 2 Fettnäpfchen getreten bin, ist leider jetzt passiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie darüber denkt. Ich hoffe, trotz alledem habe ich überzeugt. Du, wie ist das eigentlich mit dem Esan? Ich meine, er ist ja eigentlich dein bester Freund. Mhm. Ihr seid jetzt Konkurrenten. Ist das irgendwie ein Problem jetzt quasi, dass ihr um die gleiche Frau kämpft? Eigentlich ist es für mich schon ein Problem, aber wenn ich dich anschaue, dann kann ich nicht anders. Okay. Gabriel befreit sich erneut gekonnt aus der Bredouille. Statt Fisch im Magen gibt's Honig ums Maul. Einen schönen Kuss gab's auch beim ersten Date mit Esan. Und das nicht nur von Flipper und seinem Freund. Gabriel setzte auf ein romantisches Dinner am Strand, mit anschließendem Süßholzraspeln auf der Sonnenliege. Esan oder Gabriel? Die Entscheidung fällt auf der malerischen Hotelveranda. Es war wirklich ein wunderschöner Tag heute mit euch beiden. Sehr unterschiedliche Dates, ihr seid beide sehr unterschiedlich. Aber es hat mir beiden heute sehr gut gefallen. Bei dem Gruppendate hat mir sehr gefallen, dass du so sportlich aktiv warst, dass du sehr fit bist, dass du dich auch sehr um mich bemüht hast, mich auf den Arm genommen hast. Das hat mir schon sehr gefallen. Bei dir war es natürlich leider, du hast, glaube ich, nicht ganz so gezeigt, was du drauf hast. Du warst nicht ganz so fit wie Gabriel zum Beispiel. Aber trotzdem hast du dir auch Mühe gegeben, das hat mir auch gefallen. Dann hatten wir die schönen Einzeldates. Was mich sehr gefreut hat, fand ich sehr toll. Du hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Delfinschwimmen. Das war super, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang noch sehr, sehr skeptisch war und echt ein bisschen Angst hatte. Aber im Endeffekt hat das sehr viel Spaß gemacht, du warst sehr hilfsbereit. Dann zu dir bei unserem Einzeldate. Da hast du dir auch echt viel Mühe gegeben mit dem Candlelight-Dinner. Das hat noch niemand für mich gemacht. Da war ich wirklich sehr überrascht. Aber leider muss ich mich ja jetzt entscheiden. Und es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, weil ich beide Dates wirklich wunderschön fand. Und, ja, aber jetzt ist es soweit, ich muss mich entscheiden. 2 Buddies kämpfen um dieselbe Traumfrau. Für wen schlägt Melinas Herz? Ich habe mich entschieden für Gabriel. Hey, hey, jawohl! Ich finde es schon traurig, nach meinem Einzeldate, der sehr schön war, hätte ich eigentlich gedacht, dass ich gewinne. Aber dass ich jetzt draußen bin, hat mich schon ein bisschen schockiert. Also ich hätte schon erwartet, dass ich gewinne, weil ich hatte von Anfang an ein ganz gutes Gefühl. Mit einem romantischen Dinner zum Erfolg. Gabriel hat Urlaubsflirt Melina verzaubert.